Ho, 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 ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudia und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute werfen wir einen Blick in den L'Oreal-Adventskalender. 89,99 kostet der. Und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ich habe den bei Rossmann gefunden und für 89,99 bekommen wir ein schönes Umverpackungsdesign, definitiv. Ich muss aber gestehen, dass es sich irgendwie sehr locker anfühlt. Ne? Also das hätte etwas stabiler sein dürfen. Also wunderschön sieht er aus. Den würde ich mir super gerne die ganze Weihnachtszeit über hinstellen, weil ich das Design sehr, 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 sehr ansprechend finde. Aber Leute, ich kann ihn nicht im Hintergrund stehen lassen, weil der wird mir auseinanderfallen. Das geht leider nicht. Den muss ich vor mich hinlegen. Haben wir irgendwas, was ich in den Hintergrund... Ich stelle die Produkte auf Erwin. Okay, dann hat Erwin nämlich auch was zu tun. Die 1 saß nämlich jetzt zum Beispiel super fest hier drin. Das ist ein bisschen schwierig, ne? Und hier bekommen wir direkt einen Lipgloss. Das finde ich schön. Der ist in der Farbe I Hayten. Also er highlightet quasi. Es ist eine Full-Size, Leute. Und das finde ich richtig toll. Mag ich gerne leiden. Eine schöne Alltagsfarbe. So ein bisschen My Lips But Better Nude, ne? Finde ich gut. Ja, weil wenn ich jetzt anfangen würde, die Kläppchen oder die Boxen rauszuziehen, während der Adventskalender steht, wird alles mit rausfallen. Die Nummer 2 habe ich jetzt hier. Der ist für meinen Monolidschatten-Adventskalender. Und zwar in der Farbe Mogul habe ich ein Satin Eyeshadow, Farbe Nummer 19. Und ja, L'Oreal hat ja sehr, sehr wenige Lidschattenpaletten. Die arbeiten viel mit diesen Monos, weil die halt auch sehr praktisch so sind. Ich bin nicht so der Mono-Fan, aber es ist wunderschön. Auch vielseitig einsetzbar, weil du kannst ihn für den Inner Corner verwenden. Du kannst ihn Mono tragen, ne? Ist schon cool. Selbstverständlich auch mit dabei ist die Nummer 3. Schöne Sache. Boosts Volume and Length. Das ist ein Lash Primer von der Lash Paradise Reihe. Ja, wenn man sowas verwendet, ist es, glaube ich, eine ganz coole Nummer, wenn er mit drin ist. Ich persönlich nehme einfach noch eine weitere Schicht Mascara. Das ist halt einfach so meins, ne? Aber ja, das soll halt so richtig krass nochmal abgehen. Und das finde ich gut. Gerne kann L'Oreal hier ein komplettes Sortiment mit reinpacken. Und am allerliebsten natürlich ein Fullface. Hier haben wir die Nummer 4. Hier haben wir ein Tübchen drin. Das ist sehr, sehr süß. Prime Lab 24 Stunden Pore Minimizer. Und zwar mit AHA, LHA und BHA komplett. Wow. Ja, das ist eine Travel Size mit 10 Millilitern. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Wirkstoffe hier so hoch drin konzentriert sind wie in Serien. Deswegen kann man den dann auch sehr wahrscheinlich verwenden als Primer, wenn man nicht abends sich schminkt, sondern auch morgens. Weil ich persönlich würde zum Beispiel nicht morgens AHA oder BHA verwenden. Aber gut, ne? Wenn L'Oreal sich das überlegt hat, die müssen sich ja was dabei gedacht haben, hoffe ich. Und wir arbeiten weiter an unserem Fullface. Einen Tag vor Nikolaus haben wir hier den 5. Dezember und da kommt uns ein Liner um die Ecke. Interessant, den kannte ich noch gar nicht. Le Col Naturel bei Paradise in der Farbe 101 Midnight Black. Den habe ich noch nie zuvor irgendwo gesehen. Ihr? Also es ist ein schwarzer Kohlkajal. Ja, wow, ne? Aber es ist halt anders als, als gedacht, weil ich kenne die Reihe nicht. Also klar, die Paradise-Reihe kenne ich, aber ich wusste nicht, dass es davon auch ein Kohlkajal gibt. Also L'Oreal, solltet ihr zuschauen, das mit der Umverpackung müssen wir nochmal üben. Die ist nämlich gar nicht gut. Die ist viel zu klein irgendwie. Das passt hier alle nicht wirklich rein. So, die Nummer 6, Nikolaus. Oh, da kommt die Telescopic Lift Mascara raus. Und zwar in der Full Size. Ich mag die goldene Variante davon viel, 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 viel lieber. Aber ey, komm, eine Full Size Mascara am 6. Dezember. Ist genehmigt, oder? Hier habe ich jetzt den 7. Dezember und da kommt ein Lippi raus. Und zwar in der Farbe 268 Rose Granite Color Rouge. Ja, eine Granatenrose. Ich lasse den jetzt zu, weil ich weiß nicht, ob ich den nicht vielleicht schon da habe. Ne? Schaut so aus. Ich versuche euch auch so Bilder einzublenden, wo Ladies den irgendwie drauf haben. Das finden wir da meistens auf der Marken-Homepage. Also definitiv richtig gut und ich mag auch sehr gerne die L'Oreal Lippenstifte. Das ist eine gute Haltbarkeit, eine gute Qualität, mag ich. Es ist zwar das zweite Lippenprodukt, aber aus zwei verschiedenen Kategorien. Ne? So, die Nummer 8 darf nun machen... Das ist kracht. Infallible Grip Gel Automatic Eyeliner. Okay, der ist dann als Eyeliner zu sehen, also quasi auf dem Auge und der Kohlkajal für in der Wasserlinie, also im Auge und deswegen
Haben die da beide reingepackt? Keine Ahnung. Muss ich ehrlich sagen. Einer hätte gereicht, oder? Oder in einer anderen Farbe wäre ja auch irgendwie cool. In der Nummer 9 dürfen wir uns wieder über irgendeinen Stift oder sowas freuen, weil es so leicht ist. Ein Lip Liner. Okay. Color Riche Le Lip Liner. Das sind so Holzstifte zum Anspitzen. 362 Crystal Cappuccino. Okay, da wüsste ich jetzt nicht, ob der zu einem der beiden Lippenprodukte passt. Vielleicht so, wenn du dir so eine Art Ombre-Lippe schminkst, könnte das funktionieren. Nee, das funktioniert nicht. Das ist ja eher rosa und das ist eher Pflaume. Mal sehen, womit es jetzt hier in der Nummer 10 weitergehen wird. Den habe ich jetzt den müsste ich genau in der Farbe da haben. Bronze to Paradise in der Farbe 03 Back to Bronze. Das ist ein Bronzer in der Full Size. Also, ne, mein Adventskalenderherz lacht, weil ich freue mich immer, wenn wir ein Fullface kriegen. Ja, es ist schwierig mit der Shade Range, aber ich glaube, dass diese Farbe relativ universell ist, oder? Schon so einigermaßen, ja. Und die Bronzer von L'Oreal mag ich auch gerne. Die sind eher zurückhaltend, aber man kann sie intensiv aufbauen. Also nicht so mega kabam, aber halt so, dass man sie sieht. Die erste Schnapszahl, die Nummer 11. Hier haben wir, ach, wie süß bist du denn? Infallible Brows Volumizing Eyebrow Mascara in Clear. Ach, das finde ich aber gut. Ne? Ich wusste auch nicht. Das kenne ich noch gar nicht, das Produkt. Das ist neu für mich. Das finde ich ja gut. Sehr, sehr ausgewogen, die ganze Geschichte, oder? Also von den Inhalten her bislang mag ich das sehr. Und jetzt kommen wir zu der Halbzeit, wenn ich das wieder reingekriegt. Die Nummer 12. Das ist okay. Kühlende Serummaske. Auch ich hatte nämlich erst gedacht, die haben mir eine Sachetprobe reingepackt. Das wäre ja nicht so geil gewesen, ne? Das ist so eine ziemlich coole Superheldenmaske, die auch einen kühlenden Effekt mit dabei hat. Die habe ich schon mal verwendet. Die habe ich leider nicht vertragen. Die war mir zu krass. Und ist hier mit dabei. L'Oreal hat auch Pflege. Also dementsprechend passt es in den Adventskalender. Aber mit sensiblen Augen ein bisschen aufpassen. So. Ich gucke mir den Adventskalender an und frage mich, hätte ich dafür 45 Euro ausgegeben? Ja, schon. Also schon, ne? Also ich hätte nicht jedes der Produkte mir aktiv gekauft, aber den Bronzer, die Mascara, den Lippy, der Lipgloss, der Primer ist auch interessant. Ich habe ihn zwar schon da, aber das ist auch interessant, ne? Also schon gute Produkte drin und wir nähern uns sehr einem Fullface. Hier haben wir eine große Nummer 13 drin. Da ist sicherlich keine Foundation am Start, sondern ich denke irgendwas Pflegemäßiges. Ja, ein sehr, sehr schönes Produkt und zwar von der L'Vital Dreamlinks Reihe, das super Aufbauschampoo. Hier haben wir 90 ml drin. Ich kann euch nur empfehlen, also so eine 90 ml Größe ist easy, gar kein Problem. Ich hatte das jetzt in der extrem großen Größe. Da würde ich empfehlen, zwischendrin auch mal ein anderes Shampoo zu verwenden. Weil bei mir ist es so gewesen, dass ich das alle 2 Tage verwendet habe. Erst ging's und dann haben meine Haare so stark rückgefettet, dass es irgendwann gar nicht mehr ging. Und ich mir jeden Tag die Haare waschen musste und irgendwie war alles vollkommen wild. Und dann habe ich einfach mal kurz ein anderes Shampoo verwendet und auf einmal war alles wieder wie resettet, aber es hat meine Haare halt sehr, sehr gepflegt, ne? Naja, und ich habe so lange immer echt gelobt und alles, aber ich hatte noch nie auch so eine große Größe davon. Das ist dann halt auch so eine Sache. Die Nummer 14, weil Haare gewöhnen sich tatsächlich auch an solche Sachen, ne? Das kann ich auch nur so weitergeben. Ein Lippy, Color Riche, Nude Intense 173, Nu Impertinent. Doch, den habe ich doch. Den müsste ich wirklich haben. Weil die Farbe sagt mir wirklich was. Schaut so aus. Ja, irgendwo habe ich den. Der zweite Lippenstift ist in der Nummer 14. Dann gucken wir mal in die Nummer 15, die sich hier befindet. Ja, natürlich müssen wir hier auch die Lash Paradise Mascara drin haben, wenn wir schon den Primer hier drin haben, in der Full Size. Finde ich klasse, eine sehr, sehr gute Mascara, mag ich richtig, richtig gerne. Und deswegen ist sie hier sehr gut aufgehoben. Also nicht nur in diesem Adventskalender, sondern auch hier in meiner Sammlung. Ich sehe gerade den Mond durchs Fenster. Der scheint aber ganz schön krass. Habe ich eben schon gefragt, was ist das für eine komische Reflexion? Aber nee, ja, wir haben es 21.58 Uhr, ne? Da ist der Mond schon da. So, die Nummer 16. Hier erwartet uns unser zweiter Monolidschatten, der aber auch sehr hübsch ist. Auch in Satin, Farbe Nummer 17, Don't Stop Me. Und Don't Stop Me ist auch ein wundervoller Ton, den man übers komplette Lid auftragen kann. Und dann den hellen Ton, den wir eben drin hatten, in den Innenwinkel. Ne? Ich glaube, das kommt echt gut. Die Nummer 17? Doch, da ist was drin. Eine Woche vor Heiligabend. Och nö. Es ist ein Eyeliner. Okay.
aber halt als Filzstift, ne? 24 Stunden Eyeliner, Waterproof, Perfect Slim bei Superliner. Ja. Ist jetzt das dritte schwarze Augenanmalprodukt. Würde ich es jetzt einfach mal so nennen, ne? Ja, okay. Also ich persönlich würde den hier ja verwenden und die anderen beiden halt nicht. Wahrscheinlich ist es dann einfach so, dass jeder irgendwie, es bleibt hier kein Auge trocken. Ne? Ebenso imposant groß wie die Nummer 13 ist jetzt auch die Nummer 18. Und hier würde ich vermuten, dass wir den passenden Conditioner zum Shampoo drin finden. Jo, super Aufbau, Spülung, auch hier mit Rizinusöl und auch hier 90 Milliliter. Und hier hat jemand nachgedacht, dass wir halt die beiden Produkte in der gleichen Menge auch drin enthalten haben. Denn ich brauche halt für meine Haare mindestens genauso viel Conditioner wie Shampoo, weil ich halt sehr, sehr lange Haare habe. Und Conditioner ab Ohrläppchen und Shampoo bis Ohrläppchen. Die Nummer 19, auch hier wieder ein Stift und den können wir mit vielen Le Lippies hinten kombinieren. Auch ein Colorish Le Lip Liner in der Farbe 114. Confidential, okay, vertrauenswürdige, ja. Ein sehr schöner Ton, wirklich in Nude, My Lips But Better, ein bisschen rosé-mäßig, ne, das finde ich hübsch. Herzlich willkommen im 20er-Bereich. Wir haben noch eine Mascara drin. Es reicht auch, ne, drei Mascaras. Ich finde es gut. Das ist die Volume Million Lashes Mascara. Die hat so ein riesengroßes Gummibürstchen und die ist wirklich toll. Also das ist auch so ein Produkt, was die schon seit 100 Jahren gefühlt im Sortiment haben. Richtig, richtig, richtig cool. Die Nummer 21 wurde ganz schön reingequetscht. Wow. Weißt du, sonst haben die dann halt so riesige Kläppchen und machen Mini-Produkt rein und hier quetschen die, was das Zeug hält. Eine richtig gute Maske. Mensch, die habe ich letztens auch verwendet. Vitamin C, die Sofort Glow Serum Maske. Richtig empfehlenswert. Die mochte ich gerne leiden. Am besten kannst du die halt wirklich morgens anwenden. Wobei, nö, hier steht mit Salicylsäure. Das wusste ich ja gar nicht. Ach krass. Okay. Nein, abends anwenden. Besser ist das, weil Salicylsäure ist ja auch so ein bisschen peelend, ne? Also, dass du quasi nicht nur die Poren verkleinerst, sondern dass du halt auch richtig die Unreinheiten da so bekämpfst. Oh, da muss man aufpassen. Das wusste ich auch nicht. So, jetzt erwarten uns ein paar größere Geschichten. Und zwar habe ich hier die Nummer 22. Das finde ich toll. Blush of Paradise. In der Farbe Melon Dollar Baby haben wir nämlich den Blush in der Full Size hier drin. Auch da ist es natürlich schwierig, ne, weil man nicht wirklich weiß, welche Hautfarbe hat die Person, die den Adventskalender auspackt. Aber ganz ehrlich, ich finde es cool, dass er drin ist. Auch das ist ein sehr sanftes Produkt, aber ein schönes Produkt. Also wir haben schon sehr viel für unser Full Face hier drin, ne? Gut, so Augenbrauen ist schwierig, Foundation und Concealer ist sowieso schwierig. Puder ist, glaube ich, auch schwierig, weil ich glaube, ein komplett translucent Powder haben die nicht. Gut, egal. Nummer 23. Ja, das ist interessant. Die Farbe ist schon krass. Okay, wie heißt du denn? Infallible 24 Hours Lipstick feiern sehr, sehr viele. Ne? Die sagen auch, der ist super, super haltbar. 214 Raspberry for Life. Ja, ein wunderschöner Beereton. Ja, und dann hast du hier halt dieses Liquid-Produkt, was du dir drauf machst und dann den Lipbalm, um das Ganze, glaube ich, zu versiegeln oder so. Bin ich nicht ganz so Fan von, ne? Aber das ist halt eine Präferenzgeschichte. Die Farbe ist aber richtig geil. Und hier haben wir die Nummer 24. Das ist ein Brocken und da haben wir safe eine Creme drin, weil so schwer ist kein dekoratives Kosmetikprodukt. Ja, das ist... Oh... Ganz aber, holla, holla, ganz schön schwer. Revitalift Filler mit Hyaluronsäure, Anti-Age-Pflegetag, 50 Milliliter, ist eine Full-Size. Das ist hier mit drin und das finde ich richtig klasse. Das passt auf jeden Fall zum Adventskalender, ne? Und dann hat man hier noch eine schöne Creme mit am Ende. Mag ich. Wenn ich wollen würde, könnte ich alles, was in dem Adventskalender drin ist, verwenden. Das ist schon mal positiv, ne? Und ich finde auch, dass das ganz gut ausgewogen ist. Wir haben hier super viele Full-Sizes drin, richtig gute Schminkprodukte, auch so Standardprodukte, die halt normalerweise auch einfach so im Sortiment haben. Ne? Das Einzige, was mich hierbei wirklich stört, ist die Umverpackung, muss ich ganz ehrlich sagen. Ansonsten feiere ich den Adventskalender und würde den halt auch einfach empfehlen für die Leute, die sagen, ich möchte einen Adventskalender haben, wo ich ganz viel Schminke drin habe und ja, wo ich mich halt auch mit schminken kann und so weiter. Hasse ich hier. Du hast einen Primer. Du hast das Augenbrauengel, du hast Lidschatten, du hast Lipliner, du hast Lippenprodukte, du hast alles Mögliche. Also ne, wirklich komplett Blush und Bronzer und finde ich gut. Ne? Wie findet ihr den Adventskalender denn dieses Jahr? Schreibt mir das mal gerne in die Kommentare. Ob man sich den jetzt unbedingt holen muss, wenn man den letztes Jahr schon hatte,
Das ist so eine Frage, ne? Aber ich finde den Inhalt klasse. Also ich würde den, wie gesagt, empfehlen. Und ja, aber gerne eure Meinung unter dem Video in die Kommentare. Und dann war's das hier. Wenn es dir gefallen hat, wäre ein Däumchen ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.